Mich hat's erwischt. Tja, da sind wir jetzt hier bei mir auf meinem Kanal. Herzlich willkommen nochmals. Ich habe den schwarzen Bildschirm bei mir. Ich hatte jetzt die Tage gespielt, da wurde es hin und wieder zwischendrin schwarz. Besser gesagt ist es passiert, dass der Bildschirm quasi auf Standby oder ausging. Dauerte ganz kurz, vielleicht 4-5 Sekunden oder manchmal 10, dann ging es weiter, dann war alles in Ordnung. So, jetzt kam ja dieses neue Update für Monterey raus, das habe ich dann aufgespielt, habe gedacht, das hilft, habe mich schon gefreut, mach's wieder an, gar nichts. Weder über mein USB-C hier, noch über den HDMI. Ich muss den zusetzen, USB-C kann ich hier direkt nicht am Monitor anschließen. Ich habe das dann nachher ausprobiert mit zwei Adapter, die ich hier habe für mein MacBook, ja, zum Beispiel, und eigentlich hier angedacht nochmal einen anderen, den ich so seltener nutze. Funktioniert auch nicht weder über USB-C noch über HDMI an diesem Bildschirm, weil ich musste hier koppeln, dass ihr direkt reingeht auf HDMI wieder. Es blieb schwarz. Tja, ich habe lange überlegt, was mache ich jetzt. Ich habe mit meinem Lenovo da mal im Internet noch geschaut, was da los sein kann, was ich da machen kann. Auf die einfachste Idee bin ich natürlich am Anfang nicht gekommen. Hol deinen externen Monitor, wo habe ich den, und schließ den an. So, da ist dann Folgendes passiert. Tja, und nach einer Weile habe ich mir dann gesagt, okay, probier das nochmal mit deinem externen Monitor aus, den ihr hast, also den kleinen Zusatzmonitor, den ich eigentlich für das MacBook habe. Und habe das mal Ganze per USB verbunden und siehe da, es funktioniert wieder. Das heißt, USB-C passt, also tja, ist der Monitor irgendwie schuld. Ne? So, das hat dann wieder ein Weilchen gedauert, bis ich dann irgendwann mal auf den Trichter kam. Probier es mal drüben am Fernseher. Wir gehen jetzt mal rüber und ich zeige euch mal, wie es dort ist. So, ihr seht jetzt hier bei mir an meinem ganz normalen Fernseher, den ich hier habe, 4K-Fernseher, funktioniert das Teil spitzenmäßig. HDMI liegt an, kein Problem. Was drüben eben halt bei meinem Philips-Monitor eben nicht funktioniert, merkwürdigerweise. Wie gesagt, ich hatte es ja schon die Tage gemerkt, es wurde mal ein bisschen schwarz kurz, dann ging es weiter, dann war er wieder schwarz. Also es liegt nicht an dem Gerät selber. Meine Vermutung ist, ein HDMI-Treiber, der nicht funktioniert. Oder zumindest, dass Philips vielleicht rausgeschmissen wurde. Ich weiß es nicht, was hier passiert ist. Ich überlege jetzt, ob ich einen neuen Monitor kaufe oder ob ich ja, das Teil nochmal über USB-C zum Laufen bekomme. Ich habe dann noch einen Adapter bestellt, dann bin ich mal sehr gespannt, wie das funktioniert. So, jetzt haben wir mal alle Möglichkeiten durchgespielt, die es gibt. Ihr habt gesehen, weder mein Mac Mini, also was die technische Seite betrifft, also USB-C und das HDMI-Kabel sind defekt, noch der Monitor. Es ist alles einwandfrei. Wie gesagt, beim Fernsehertest hatte ich ja euch gesagt, ich vermute, das ist hier ein Treiberproblem oder es kommt hier irgendwie zu einer Energiespitze, wo mein Anschluss sagt, ich will nicht mehr, weil das ist wirklich sehr verdächtig. Ich hatte das, wie gesagt, auch schon mal beim Spielen erlebt, dass da plötzlich kurz schwarz war, dann ging es weiter oder halt beim Videoschnitt. Und dementsprechend dachte ich, okay, mit dem neuen Update wird es besser, wurde es nicht. Ich nehme mal ganz stark an oder ich vermute mal, dass man hier einen Treiber vergessen hat, irgendwie für den Philips halt. Ne? Aber jetzt ist die Frage, was mache ich? Warte ich jetzt auf dieses USB-C Adapterkabel, das werde ich vielleicht noch machen, das werde ich euch dann noch zeigen, ob es dann funktioniert hat oder nicht, oder besser gesagt hier dann noch gleich sagen. Gut, dann warten wir mal kurz ab. So, da bin ich jetzt nochmal, ich habe jetzt mittlerweile das Adapterkabel von Anker bekommen, ich habe extra mal, sag ich mal, Qualität geholt, um das Ganze zu checken, was hier jetzt los ist. Mein Mac Mini und auch das MacBook Air wollen partout nicht hier an diesem Monitor arbeiten. Jetzt bin ich dann aber auch noch mal rumgerannt mit meinem Mac Mini bei meinem Sohn, habe den BenQ getestet, funktioniert, habe auch den Philips-Fernseher, den wir noch haben, also wir haben noch einen zweiten Philips-Fernseher, der funktioniert auch über HDMI, also ich vermute mal ganz stark, hier liegt ein technischer Defekt von diesem Monitor vor, dass da das Signal hier beim Mac oder beim Apple generell nicht ankommt. Während es jetzt hier über das Lenovo, über meinen Windows-Laptop, läuft es wunderbar und ich habe keine Probleme.
Es stürzt auch nicht ab, gar nichts. Aber trotz alledem heißt jetzt für mich neuen Monitor besorgen. Wie gesagt, Adapterkabel funktioniert nicht. Und ja, schauen wir mal, was ich mir da hole. Also, vielen Dank, dass ihr hier gewesen seid. Ihr habt meinen Fehler mitbekommen, was hier los ist. Also, nicht der Mac Mini ist schuld, sondern der Philips. Also, sprich, der HDMI-Anschluss vom Philips. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder auf diesem Kanal. Hat euch das Video gefallen? Daumen nach oben, wenn nicht schlecht. Und vielleicht lasst ihr noch ein Abo da. Ciao, ciao und bye bye. Sagt euer Ulrich.